Hallo ihr Lieben, viele Grüße aus dem abendlichen Dubai. Hier im Rahmen des Rekrutier-Erfolgskongresses freue ich mich natürlich besonders bei euch zu sein heute Abend. Ich bin natürlich nicht ganz sicher, zu welcher Tages- oder Nachtzeit du das sehen wirst, aber hier ist gerade schöner Sunset. Ich sehe das hier so über dem Ozean auf Bluewater Island in Dubai und ein absolut geiles Setting, um mit euch heute über dieses Thema zu sprechen. Dieses Thema Träume verwirklichen, dieses Thema Network Marketing, dieses Thema, wie kann man es wirklich schaffen, wie kann man großen Erfolg haben. Ich habe ja selber schon das eine oder andere bewegen dürfen im Network Marketing. Ich bin extrem dankbar für meine ganze Story in diesem Business. Ich weiß nicht, ob du mich kennst oder nicht, aber ich habe auf jeden Fall meine Träume in diesem Business nicht nur erreicht, sondern übertroffen und vervielfacht und wieder übertroffen und wieder vervielfacht und wieder übertroffen. Also bis hin zu dem Punkt, wo ich selber vor vielen Jahren gesagt hätte, das ist absolut garantiert unmöglich. Ob das ein Event war letztes Jahr, noch vor Covid, wo wir ein Stadion voll hatten in Ägypten mit 25.000 Leuten, nur von unserer Organisation. Ob das über 1 Million registrierte Accounts sind in meinem Business, ob das Millionen und Millionen und Millionen an Umsatz sind und Provisionen und das nicht im Jahr, sondern im Monat von der Organisation, ob das von mir persönliche Einkommen, mir und meiner Frau über 600.000 Dollar im Monat sind, krass, einfach krass, also wirklich sicke Ergebnisse. Und der Grund, warum ich so sage, ist nicht, um zu sagen, hey, guck mal, wie geil ich bin oder so, weil ich weiß, dass das eh keinen interessiert, sondern ich sage es ganz bewusst aus dem Grund, weil ich glaube, dass dieses Business für was Größeres gemacht ist. Dieses Business ist für größere Ergebnisse da. Dieses Business ist gebaut worden dafür, dass wir es radikal duplizieren können und dass wir Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Menschen mitnehmen können auf diese Reise. Aber ich verstehe natürlich auch, dass gerade wenn man auch zum Beispiel neu dabei ist oder selbst wenn man schon ein bisschen länger dabei ist und nicht die Ergebnisse hinbekommt, man sehr, sehr schnell auch frustriert sein kann. Man auch diese Seite, sage ich mal, des Network Marketings kennenlernen kann, wo es halt nicht so toll ist, ja, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe. Ich habe vor vielen Jahren mal den Satz gehört, Network Marketing falsch gearbeitet ist die Hölle auf Erden. Aber Network Marketing richtig gearbeitet ist das Manna des Himmels, ja. Und es ist tatsächlich so. Ich selber denke an meine Story zurück. Ich bin gestartet mit 18 Jahren. Ich war damals in der Schule, ja, und habe mich interessiert für das Thema Arbeiten von zu Hause. Was kann man machen? Was gibt's für Events, Seminare etc. pp. Ich wusste gar nichts wirklich. Und ich habe online eingegeben, Arbeiten von zu Hause, ja, und habe dann ein sogenanntes Success Training Seminar gefunden und bin dann dorthin gefahren und habe zum ersten Mal Network Marketing gesehen. Und dieses magische, mystische Wort Duplikation, das hat mich so fasziniert, das hat mich wirklich vom Hocker gerissen, weil, weißt du, wenn es nur darum gegangen wäre, Produkte zu verkaufen, das ist ja eine Sache, cool, why not? Ich meine, hey, Riesen-Company, weltweit zugelassen, tolle Ergebnisse, Menschen brauchen Produkte, mega, I love it, wäre auch gut gewesen und hätte ich wahrscheinlich sogar auch gemacht, aber dieser passive Effekt, dass ich die Chance habe, halt eben Leute einzuschreiben, denen zu helfen, dass die ihr Team haben, denen zu helfen, dass sie ihr Team haben und daran beteiligt zu sein, ob ich die Leute kenne oder nicht, das war für mich so the stuff of my dreams und es klang zu gut, um wahr zu sein. Und ich weiß, ich erzähle dir jetzt nichts Neues, weil du bist ja schon im Network Marketing und du weißt es ja schon, aber ich möchte gerne dort ansetzen, wo mein Traum gestartet ist. Und als ich dann rausgegangen bin nach Hause und vielleicht ging es dir ähnlich, war ich so am Brennen. Ich habe gesagt, wow, jeder steigt ein. Ja? Ich hatte einen großen Plan, ein riesen Blatt Papier vollgeschrieben die ganze Nacht und mir war klar, ich werde die erste Woche Triple Star Galactic Commander. Ich schreibe 100 Leute nächste Woche ein. Und was ist passiert? Ich habe nicht mal meinen besten Kumpel eingeschrieben. Niemanden. Alle haben gesagt, bist du verrückt, das klappt doch nicht, das funktioniert doch nicht, das ist doch gar nichts Seriöses und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, ich war richtig schockiert. Ich habe am Anfang gedacht, ich bin das Problem. Ich dachte, vielleicht erkläre ich es nicht richtig. Ich bin wirklich bei meinem besten Kumpel mehrmals raus und rein. Ich habe gesagt, pass auf, vergessen wir die Konversation. Ich gehe nochmal aus dem Raum raus. Vergiss alles, ich komme nochmal rein. Ich erzähle es dir nochmal neu. Weil in meinem Kopf war das so, wie kann jemand nicht einsteigen wollen? Das ist ja völlig crazy. Ja? Und ich habe dann lange gebraucht, um zu realisieren, dass nicht alle Menschen gleich gepolt sind. Schau, für mich zeigt mir eine Chance auf Erfolg. Zeigt mir eine Chance, mein Leben zu verändern. Ich werfe alles rein. Ich mache, also gerade zum damaligen Zeitpunkt, ja, das war ja, ich hätte wahrscheinlich alles gemacht und ich bin wirklich dem lieben Gott dankbar, dass ich Produkt-Network-Marketing kennengelernt habe. Und
Aber nicht alle Menschen sind so. Nicht alle Menschen wollen erfolgreich werden. Nicht alle Menschen möchten ein großes Einkommen haben. Nicht alle Menschen sind bereit zu arbeiten. Nicht alle Menschen haben den gleichen Traum. Und das hat bei mir ein bisschen Zeit gebraucht, um das zu verstehen. Und ich bin dann damit begonnen, Produkte zu verkaufen. Sehr, sehr viele Produkte zu verkaufen. Jeden Tag Produkte zu verkaufen. Leute zu suchen. In meinem Fall war das Gewichtsreduktion. Das waren Menschen, die Sport gemacht haben. Das waren Menschen, die bessere Ernährung wollten. Und ich habe Produkttermine gemacht, Produkte verkauft. Das war noch vor den Zeiten von Facebook. Überleg mal, ich bin ja irgendwie ein junger Typ, aber dennoch fühlt sich das ziemlich alt an. Und das war so der Beginn, der Anfang der ganzen Geschichte. Aber was ich nie so richtig hinbekommen habe, war das, weshalb ich mich eigentlich in das Seminar verliebt hatte, diese Duplikation. Ja, ich erinnere mich damals, das war so Sponsor 3, die Sponsoren 3 sind 9, die Sponsoren 3 sind 27, dein Team sind 39 Leute. So. Und ich habe dann irgendwann 3 gehabt, aber glaub mir, daraus kamen keine 9 und daraus kamen auch keine 9, 3 oder 27 und 39 und so weiter, sondern die meisten haben halt gar nichts gemacht. Und ich habe wirklich mit der Zeit, es gab nie so diesen Moment in den ersten paar Jahren, wo auf einen Schlag so der Durchbruch kam, sondern es hat wirklich seine Zeit gedauert, bis ich immer mehr Step by Step verstanden habe, was ist die Theorie des Businesses und was ist die Realität? Wie funktioniert es wirklich? Wahrscheinlich hast du schon rausgefunden, es sind nicht 3, 9, 27, 81 und so weiter, sondern es ist anders, ja? Und ich glaube, es sind viele Punkte, die dazu beitragen, dass es wirklich gut wird. So wie so bei einem richtig guten Gericht, ja, wenn du jetzt zum Beispiel was kochst, was richtig gut ist, es ist wirklich so ein Meisterwerk, ja, so ein richtiges Dinner, so ein Meisterwerk-Dinner, das ist ja nicht ein Inhaltsstoff, das ist ja nicht ein Ding. Klar, das Fleisch muss gut sein, wenn du jetzt kein Veganer bist zum Beispiel, ja, oder aber das Gewürz muss gut sein, aber es muss halt auch alles andere passen, so. Und viele Leute wollen sich, glaube ich, auch nicht die Zeit geben, um das zu lernen. Ich will mal ein paar von diesen Inhaltsstoffen weitergeben, von denen ich denke, die absolut entscheidend sind. Der erste ist du selber. Du selber musst einen Traum haben. Du brauchst ein Warum. Du musst motiviert sein. Und ich weiß, das hast du schon gehört. Und ich weiß, das ist nichts Neues. Aber lass uns da tiefer reingehen. Ich glaube, dieses Warum muss groß genug sein, damit es dich langfristig motiviert, sich langfristig begeistert. Ich bekomme so oft die Frage, ja Danny, wie hast du dich denn jeden Tag motiviert? Wie hast du das denn hinbekommen, dass du jeden Tag immer wieder weitergemacht hast? Und die Wahrheit ist, ich habe das gar nicht hinbekommen, sondern das Ziel, das, was ich wollte, das hat mich so sehr motiviert. So, was war das bei mir konkret, auch wenn es vielleicht ein bisschen klischeehaft ist, aber ich wollte einfach mein Leben verändern. Es ging damit los, dass meine ganze Schulzeit und danach die ganze, ich war bei einer großen deutschen Bank, ja, Ausbildung, Studium und so weiter, ich habe mich über 10 Jahre lang so gefühlt, als bin ich nicht frei. Ich muss jeden Tag dort in die Schule gehen, dann muss ich jeden Tag dort auf die Arbeit gehen, dann muss ich jeden Tag dort in die Uni gehen. Und das ging eigentlich nahtlos bis dazu über, wo ich zu Hause noch gewohnt habe. Und ich liebe meine Eltern und meine Family, wir haben eine tolle Beziehung. Aber als Jugendlicher oder als ja, Kind, was weiß ich, ist ja nicht so, dass man das Gefühl hat, man lebt jetzt so sein eigenes freies Leben. Bei uns war schon eher so ein bisschen Diktatur zu Hause, ja, und das hat halt in mir bewirkt, dass ich einfach nur eins wollte, Freedom, ja, Freiheit, 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 Freiheit. Und wenn ich Freizeit hatte, habe ich dann gemerkt, dass du ohne Geld, aber mit Freizeit gar nicht so viel anfangen kannst. Du brauchst ja, also, weiß ich nicht, früher, wenn das nur ein Busticket war, um mal woanders hinzufahren. Ohne das Geld hatte ich kein Busticket, ohne Busticket konnte ich nicht hinfahren, ja, ohne Geld kein Spaßbad oder was auch immer man halt früher gemacht hat, ja. Und so ging das immer weiter, es ging weiter mit Essen, ich liebe ja Essen, ja, toll Essen und früher war das halt einfach so, wenn ich das Geld nicht hatte, gab es halt nicht, wir sind nicht ins Restaurant gegangen und das hat sich halt über viele Jahre genährt, dieser Traum bei mir, einfach frei zu sein, zu leben, wo ich will, zu arbeiten, wann ich will, zu machen, was ich möchte, nicht was mir irgendjemand sagt. Nicht montags morgens aufzustehen oder samstags frei zu haben, sondern jeden Tag derselbe Tag. Überleg mal, du weißt nicht, was für ein Tag es ist. Ich weiß jetzt durch Zufall, dass gerade Sonntag ist, während ich das aufnehme. Das weiß ich aber nur, weil ich vorhin eine Instagram-Story gemacht habe mit meiner Frau, wie sie mit dem GT4 kam und da hat der Filter Sunday geschrieben. Ansonsten wüsste ich es nicht. Ich wüsste es wirklich nicht, weil jeder Tag gleich ist. Und das habe ich mir gewünscht. Einfach my own design. So, das war mein Traum. So, jetzt sprich mal mit einer normalen Person. Wie kannst du sowas erreichen? Normale Menschen, die im normalen, sage ich mal, System aufgewachsen sind, die werden dir sagen, das gibt's nicht. Und die haben auch recht, in deren System gibt's das auch wirklich nicht. Aber im Network Marketing halt schon. Und hier ist ein konkreter Tipp zu deinem Traum.
Finde etwas, was du willst, was du so sehr willst, dass es dich langfristig motiviert. Aber, und jetzt kommt der zweite Teil davon, etwas, was du nur hier erreichen kannst. Einer meiner Mentoren, Eric Worre, der sagt immer Folgendes. Manche werden nicht erfolgreich, weil sie einfach zu viele andere Optionen haben. Guck mal, wenn du jetzt zum Beispiel startest, sagst, okay, ich will Geld verdienen. So. Du hast aber nebenbei auch noch irgendwie 3, 4, 5 andere Sachen am Start. Und es ist mal tough im Network Marketing. Ja, es ist mal tough. Es wird auch so tough, dass jeder, und ich will das mal sagen, also es gibt mit Sicherheit Momente bei jedem einzelnen Networker und auch die anderen Größen, die hier auf diesem Online-Kongress sprechen. Ich bin mir sicher, wenn man sie fragen würde und würde sagen, hey, gab es einen Moment, wo du wirklich keinen Bock mehr hattest, wo du wirklich aufhören wolltest? Ich gehe noch einen Schritt weiter, wo du im Grunde aufhören musstest, weil jeder logische Grund dafür gesprochen hat. Ich bin mir sicher, alle würden sagen, ja, klar, gab es den Moment, ich erinnere mich. Aber sich dann weigern aufzugeben. Und das Leichtere ist, oder es ist dann leicht, das zu tun, eben nicht aufzugeben, wenn du gleichzeitig mit dem Aufgeben auch deinen Traum wegwerfen musst. In meinem Fall war es so, wenn ich das nicht durchziehe, ich werde keinen anderen Shot haben. That's my shot. Das ist es, Network Marketing. Entweder mache ich es oder nicht. Und es hat dafür gesorgt, dass ich immer wieder in der Konfrontation zu diesem Traum Entscheidungen dann am Ende treffen konnte, die ich ohne diesen Traum nicht getroffen hätte. Ja? Wenn das auch unpopuläre Entscheidungen sind, dass man vielleicht nicht am richtigen Ort war, dass man vielleicht nicht mit den richtigen Leuten zusammengearbeitet hat, ja? dass man vielleicht sogar nicht beim richtigen Unternehmen war. Ja? Wobei ich grundsätzlich ein Fan davon bin, eine Sache komplett durchzuziehen. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber es gibt einfach auch den Moment, wo es nicht richtig ist, ja? wo man einfach nicht richtig ist. Und all solche Dinge. Also dieses Warum. So. Dass du begeistert bist, dass du motiviert bist und dass du auch durchziehen kannst wie ein Professional, auch wenn sich's mal nicht gerade so anfühlt. So, der nächste Step ist der, und wir bleiben bei dem Thema Emotionen. Du musst als Leader in der Lage sein, etwas zu kreieren, etwas zu erschaffen, richtig? Und das kannst du nur, wenn du in Control bist, was deine Emotionen angeht. Heißt also, die normale Person, die ist begeistert, wenn etwas Tolles passiert. Ja, also, weiß ich nicht, die Firma macht einen Incentive und der Vertriebspartner ist begeistert, als Beispiel, ja. Oder es kommt ein neues Produkt und der Vertriebspartner ist begeistert. Aber der Leader, also du und ich jetzt zum Beispiel, wir müssen begeistert sein, egal was passiert. Wir müssen begeistert sein wegen uns. Wir müssen begeistert sein aus uns heraus. Wir sind diejenigen, die die Story kreieren. Wir sind die, die die Begeisterung erschaffen. Aber wie willst du eine Flamme in jemandem anzünden, wenn sie nicht in dir selber brennt? Und ich glaube, dieses Management of Emotion, ich meine, Tony Robbins redet sehr, sehr viel davon. You can change your state in a heartbeat, sagt er. Du kannst die Art und Weise, wie du dich fühlst, verändern in einem Heartbeat, in einer Sekunde. Und das zu meistern und auf einem konstanten Niveau zu halten im Network Marketing ist, glaube ich, für mich eine der ganz, ganz großen Durchbruchspunkte gewesen. Und wir haben noch gar nicht über Strategy gesprochen, nichts, sondern wir reden gerade nur von deinem Traum, diese langfristige Konstanz, sich weigern aufzugeben und dieses hohe Energieniveau, Begeisterung und sich in dieser Emotion unabhängig zu machen von allem, was da draußen passiert. Wenn ich dir nur diesen einen Tipp geben würde, dich unabhängig zu machen, ich werde noch spezifischer, sich emotional abzukoppeln vom Ergebnis. Ich gebe dir ein Beispiel. Du sprichst jetzt mit jemandem, einem Interessent, der vielleicht in dein Business einsteigen möchte. Und das ist ein richtig cooler Typ, ja. Businessman, hat das alles direkt verstanden, spricht groß und du bist schon am Träumen, sagst dir, oh geil, wenn der Jürgen einsteigt, ja, dann wird's knallen, der ist ein geiler Typ und so weiter. So, und jetzt geht das hin und her und irgendwann passiert Folgendes, bam, er steigt nicht ein. Aber du hattest all deine Hoffnung, deine Energie, deine Power und hast dich seit 2 Wochen um nichts anderes in deinem Kopf gekümmert als irgendwie um Jürgen. Und dann steigt er nicht ein. So. Und was jetzt bei ganz vielen passiert, ist, die brechen emotional völlig weg, völlig zusammen. Die sind so mitgenommen. Und wenn das Ergebnis nur ist, dass du schlecht drauf bist, du einen ganzen Tag lang, deshalb. Wenn es nur das ist, und ich bin mir sicher, wir haben das alle schon erlebt, dann ist das Schlimme gar nicht gewesen, dass Jürgen nicht eingestiegen ist, sondern das Schlimme ist, dass du den kompletten Tag verloren hast, weil du schlecht drauf warst. Und die Wahrheit ist, die meisten von euch haben sogar die 2 Wochen vorher verloren, weil sobald eine gute Sache passiert, konzentrieren sich die meisten nur auf die eine Sache und versuchen, die hinzubekommen und reden mit allen darüber und reden das Ding tot, bevor es passiert ist, statt die Energie und die Power zu nehmen. Achtung, nächstes Nugget, wenn irgendwas Gutes ist, die Energie und die Power zu nehmen, sie bei sich zu behalten und an weitere neue Leute zu verteilen. Mein Motto war immer, gerade weil ich gerade ein, sage ich mal, heißes Eisen im Feuer habe, kreiere ich noch 15 andere.
Gerade weil eine gute Sache gerade jetzt ist, lege ich damit andere Feuerplätze. Das ist das Ding. Also, weil eine gute Sache da ist, noch mehr daraus zu kreieren. Also mehr ist mehr Prinzip, Maximalprinzip. Dasselbe wie jetzt zum Beispiel, sagen wir, du hast heute richtig, richtig hart gearbeitet, richtig viel. Du hast diese extra 5 Phone Calls gemacht, du hast 3-mal den Plan erklärt. Ja, du hast einen Team Call gemacht, du hast eine Promo gemacht, du hast deine eigene Einladung gemacht, du hast alle Follow-ups gemacht, du hast dich organisiert, du hast eine riesen geile Produktivität heute an den Tag gelegt. Und jetzt ist die Fehleinschätzung, die zu sagen, ah, dann kann ich ja morgen ein bisschen lockerer machen. Weil das machen die meisten. Mein Tipp ist, warum nicht, wenn du heute schon so ein geiles Momentum angezettelt hast, morgen nochmal einen draufzulegen. Und wenn es nur 1% mehr ist und dann noch einen Tag mehr und dann noch einen Tag mehr und dann noch einen Tag mehr. Und ich weiß, das ist crazy. Ich weiß, dass normale Menschen sagen werden, ja, Daniel, es gibt auch noch was anderes im Leben als Network Marketing, ja, oder solche Sätze, ja, oder dass die Leute dann sagen, ja, meinst du nicht, es reicht jetzt mal, ja, oder dass vielleicht auch Freunde sagen, ja, ich habe dich ewig nicht mehr gesehen, seitdem du dieses Business machst, oder der Beste, du hast dich so verändert, ja, zum Glück, stell dir mal vor, du würdest dich nicht verändern, dann würdest du daher bleiben, wo du immer schon warst. Warst du mal auf einem Klassentreffen? Ich liebe ja Klassentreffen. Klassentreffen sind ja so Dinger, wo ich echt sage, so, Reality in your face. Da sind wirklich Leute auf dem Klassentreffen, die haben heute 20 Jahre später die exakt gleichen Probleme wie vor 20 Jahren. Die reden über die gleichen Sachen. Ich habe das Gefühl, da ist nichts passiert im Leben. Und ich bin gerade in solchen Momenten, wenn man dann mal sich wieder das anschaut, wie es halt auch eben nicht gegangen wäre, wo ich dann eine tiefe Dankbarkeit empfinde dafür, dass ich durch Network Marketing lernen durfte, einfach konstant so eine Power aufzubauen. Das ist das Ding. Und das würde ich dir gerne mitgeben. Und die Frage ist natürlich, es geht alles wieder zurück zu deinem Traum. Wie sehr willst du es wirklich? Wie hungrig bist du wirklich? Bist du bereit, wenn du überhaupt keinen Bock hast, trotzdem das Gaspedal ganz nach unten zu treten und es trotzdem zu machen? Und hier ist das Coole. Wenn die Antwort ja ist, du bist zwar, du fühlst dich nicht danach, wenn du startest, aber am Ende des Tages, wenn du fertig bist, bist du voller Energie, völlig pumped. Nehmen wir dieses Beispiel jetzt gerade, diesen Call, ja, dieses Training, was ich gerade mit euch mache. Glaubst du wirklich, dass ich mich selber gerade nicht mitmotiviere? Ich bin der Sprecher gerade, ich spreche gerade. Aber ich motiviere mich gerade, während ich spreche mit dir. Und that's it. Und so bringt eine Aktivität mehr Energie und die nächste mehr Energie und die nächste mehr Energie. Und that's it. Und dann kannst du plötzlich weitermachen und du kannst in kurze Zeiträume viel mehr Produktivität reinpacken, wie die meisten Menschen jemals glauben. Und das hat alles was mit Training, Wiederholung und Übung zu tun. So, was sind weitere Inhaltsstoffe für deinen Erfolg? Skillset. Natürlich musst du in den Basic Skills gut werden. Was meine ich damit? Wenn ich dir jetzt zum Beispiel eine Visitenkarte gebe von jemandem und sage, hey, das ist ein cooler Typ, der hat Erfahrung mit dem Business, ruf den mal an, vielleicht kannst du den sponsern. So viele Menschen würden in Angst versinken und würden sagen, oh, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, wie kann ich doch nicht anrufen. Und es ist nichts verkehrt damit. Es ist normal. Auch ich hatte das. Wenn mir jemand gesagt hätte, boah, Daniel hier, Top-Kontakt, ja, Bank aus London, whatever, Riesennetzwerk, ruft den an. Gottes Willen, ich hätte mir in die Hose gemacht. Was soll ich denn sagen? Ich bin doch nur der Daniel, ja. Aber irgendwann kommt halt der Moment, das ist jetzt der Real Talk, da müssen wir dieses kleine Selbstvertrauen ablegen. Irgendwann kommt der Tag, wo wir uns entscheiden müssen. Wollen wir klein spielen und sind wir klein und sind wir okay damit, klein zu sein und dann gibt es aber auch nicht viel Geld, dann ist okay, dann brauchst du ihn auch nicht anrufen. Oder willst du hier deine Zukunft ownen, wie man so schön sagt auf Englisch, ja, willst du hier deine Zukunft kreieren? So, und wenn das dein Ansatz ist, dann musst du Gas geben. Dann musst du die Angst spüren und es trotzdem tun. Dann musst du gut werden in den Basics. Was sind die Basics? Menschen identifizieren. Guck mal, was ist denn der größte, sage ich mal, nicht falsch verstehen, ja? Aber was ist denn das größte Amateurproblem in unserer Branche? Die Leute sagen sowas wie, ja, aber ich weiß nicht, mit wem ich noch reden soll. Schon mal gehört? Ja, aber ich kenne niemanden. Ja, aber meine Freunde möchte ich nicht ansprechen oder sowas. Ja, da beendet ja dein Geschäft schon, bevor es angefangen hat. Wir reden ja noch gar nicht über das Geschäft selbst. Wir reden ja davon, dass du gar nicht weißt, mit wem du reden sollst. Das heißt, Menschen zu identifizieren, Connections aufzubauen, Leute kennenzulernen, vielleicht Menschen zu finden, die ähnliche Stärken haben wie du oder vielleicht ähnlich denken wie du, all solche Sachen. Das ist ein Skillset, das ist eine Fähigkeit. Das musst du lernen.
Das kannst du lernen, das ist das Schöne. So, dann das Nächste. Was sagst du? Ja, jetzt kommt die Konversation. Ja, was sag ich denn? Ja, die Einladung zu machen. Authentisch, motivierend, empowernd, aufbauend für den anderen. Nicht zu sagen, oh, jetzt sponsere ich ihn, dann verdiene ich Geld. Nein, seine Stärken, ihm wiedergeben, verbalisieren, Komplimente machen. Warum rufst du gerade ihn an? Niemand will einsteigen, damit du Geld verdienst. Aber wehre dich mal gegen jemanden, der wirklich an dich glaubt, der wirklich dein größter Fan ist. Ja? Versuch mal jemanden zu hassen, der dich liebt. Ist auch ein gutes Beispiel. Ja? Aber stell dir mal vor, du rufst jemanden an, weil du ihn wirklich im Team haben möchtest, weil du wirklich an seine Stärken glaubst und du sagst ihm, warum du glaubst, dass er oder sie ein Mega-Ergebnis hätte in dem Business. Und du glaubst daran wirklich von Herzen und du rufst ihn an und sprichst ihn an, weil du ihm die Möglichkeit zeigen willst, nicht weil du selbst Geld verdienen willst. Und schon wendet sich das Blatt. So, das Nächste ist natürlich dann die Präsentation. Du musst die Präsentation natürlich machen können, ja, das Business präsentieren. Es kann nicht sein, dass du auf Dauer deine Upline brauchst, dass sie das Geschäft erklärt, sondern du musst natürlich das Geschäft erklären können, ja, das Follow-up, das Closing, den neuen Partner starten zu lassen, ja, promoten auf Events, verwenden von Incentives, all solche Dinge. Das sind die Basics in unserem Business. Die musst du natürlich lernen, das ist das Handwerkszeug. Und da gibt es viele tolle Sachen, ich kann da natürlich dir empfehlen, lese GoPro, natürlich, klar. Ich habe auch selber übrigens ein Buch geschrieben, History in the Making, wo du auch vielleicht nochmal viele Sachen mitnehmen kannst, die ich so meine Story falsch gemacht habe und dann gelernt habe und besser gemacht habe. Und das braucht auch alles seine Zeit. Es gibt ja auch dieses Buch The Outliers von, ich glaube, Malcolm Gladwell ist es, wo er sagt, egal was du zur Perfektion bringen willst, du musst 10.000 Stunden investieren. Und genau da kommt dann dieses Handwerkszeug mit rein. Und das musst du natürlich auch drauf haben in diesem Business. So, was gibt es noch an Inhaltsstoffen, als Zutaten? Du brauchst eine große Vision. Eine große Vision ist mehr als nur dein eigenes Warum. Dein Warum ist ja, warum du das startest, wo du hin möchtest. Die Vision ist eher so für mich, was haben andere davon? Wo geht die Reise hin? Weißt du, wir sagen den ganzen Tag, der Zug fährt ab, spring auf den Zug, der Zug fährt ab. Ja, aber wo fährt er denn hin? Und das ist das Ding. Du musst wissen, wo geht die Reise hin? Was machen wir? What's the purpose? Was ist der Grund? Ja, womit helfen wir den Menschen? Was machen wir? Was ist die Vision? Und für mich war das schon immer gewesen, Freiheit zu schaffen. Für andere Menschen Freiheit zu schaffen. Echte Träume zu verwirklichen. Und nicht einfach nur darüber zu reden. Sondern wirklich Dinge auf Papier zu bringen und umzusetzen. Aus Network Marketing wirklich das zu machen, was das Potenzial verspricht. Ich persönlich, ich sag dir ganz ehrlich, wenn Menschen mir sagen, ja, Network Marketing funktioniert nicht, oder wenn Leute sagen, ja, das klappt ja nicht, oder das ist ja kein richtiges Business oder so, dann habe ich diesen Moment in mir, wo ich sage, lass es uns so groß machen, dass es keiner mehr ignorieren kann. Lass uns so gut werden, dass keiner mehr denyen kann, wie heißt das eigentlich auf Deutsch, verneinen kann, nee. Wie heißt denn to deny? Na, ich kann kein Deutsch mehr. Also ihr wisst schon, was ich meine, ja? Dass es keiner mehr ablehnen kann. Dass alle sagen, shit, stimmt, wow. Hätte ich das gewusst. So, und da müssen wir alle unseren Teil zu beitragen. Und vielleicht noch so ein extra Tipp zum Thema Duplikation. Du hast ja schon mal gehört, halt es einfach. Keep it simple. Und ich hatte mit diesem Tipp viele Jahre ein bisschen ein Problem, weil die Leute haben gesagt, ja, keep it simple. Okay. Aber so richtig simpel hat es sich für mich nicht angefühlt, um ehrlich zu sein, sondern eher kompliziert. So viele Sachen, an die man denken muss, etc. Und dann die ganzen Leute. Ja? Und was mir klar wurde in dem Thema Duplikation, ist, dass man einen Fahrplan braucht. Du brauchst irgendwie den kleinsten gemeinsamen Nenner. Ja? Ihr müsst euch jetzt so vorstellen, jeder Mensch kommt rein mit unterschiedlichem Wissen, Skillset, jeder hat einen anderen Plan, jeder kann gewisse Dinge besser und schlechter. Aber was ist der kleinste gemeinsame Nenner? Was ist das, was alle machen müssen? So, und wir in unserer Organisation haben das so gemacht, dass wir wirklich einfach mal runtergeschrieben haben, okay, was ist Schritt 1, was ist Schritt 2, was ist Schritt 3, unabhängig von der Persönlichkeit der Menschen. Egal, ob du lieber online arbeitest oder lieber offline, egal, ob du lieber, weiß ich nicht, dich auf die Gewichtskontrollprodukte fokussieren willst und der andere möchte lieber mit Kosmetik arbeiten, egal, ob du ein großes Netzwerk hast oder ein kleines, ob du international arbeitest oder lokal, egal, ob du introvertiert oder extrovertiert bist, alles das mal auf die Seite. Was sind die Steps, wenn du es jetzt, stell dir mal vielleicht sogar so vor, deine ganze Orga wäre einfach nur ein Computerprogramm. Was müsste jeder Account machen, damit es die perfekte Welt wäre? Ja? Und es wäre irgendwie sowas wie einsteigen, ein Paket kaufen, ein Abo aktivieren,
weitere Leute sponsern, den Prozess wiederholen, irgendwie so die Richtung. Ja, musst du halt auf deiner Company ein bisschen anpassen. Und dann der kleinste gemeinsame Nenner runterschreiben. Und was sind die DMO, Daily Method of Operation, was sind die täglichen Dinge, die jeder tun kann, slash muss vielleicht sogar, tun kann, tun muss, um realistisch diese Steps umsetzen zu können. Und dann schreib das nieder, auf Papier oder in dein Online-System oder in eure App rein oder wo auch immer, sodass jeder genau weiß, what's the next step. Weil schau mal, warst du schon mal verwirrt? Ich war verwirrt, viele Jahre lang im Network-Marketing. Was muss ich machen? Wie geht's besser? Vor allem jetzt hörst du verschiedenen Leuten zu und alle geben so ein bisschen anderen Drift, ja? So, und was ich gemerkt habe einfach ist, Verwirrung schafft Unproduktivität. Tony Robbins sagt es andersrum. Clarity is power. Richtig? Clarity is power. Und das Gute ist, Network Marketing ist ja sehr vergebend, das Geschäft. Was meine ich damit? Du kannst 1000 Sachen falsch machen und trotzdem erfolgreich werden. Das ist das Gute. Das heißt, erlaub dir ruhig auch mal Fehler zu machen, aber lerne daraus. Sei bewusst, ja? Deine Ziele sind in Stein gemeißelt, aber dein Plan in Sand geschrieben. Der Sand verwischt sich mit der Zeit wieder und du malst ihn wieder neu, aber das Ziel bleibt fest. Aber wenn du Duplikationen willst, dann musst du klare, nachvollziehbare Schritte, Klarheit schaffen, einfache Klarheit, kleinster gemeinsamer Nenner, niedergeschrieben haben und das muss verteilt sein an das ganze Team. Jeder muss wissen, was sind die ersten 5 Steps, die ersten 10 Steps, was auch immer, sodass jeder, egal ob man einen guten Sponsor hat oder einen schlechten, ja, weiß, what's the next step. So. Und wenn das einfach gehalten ist und vielleicht sogar noch über ein Online-System supported wäre im Idealfall, ja, oder auch von der Upline, und wenn in Einheit gearbeitet wird, ja, deswegen heißt ja, unser Team heißt ja Unity Global, deshalb Unity, aus dem Fakt heraus, wegen der Zusammenarbeit. Weil ich glaube, dass man, wenn man zusammenarbeitet, mehr erreichen kann. Egal, ob man finanziell voneinander beteiligt ist oder nicht, du kannst mehr erreichen, wenn alle Stimmen die gleiche Sprache sprechen. Und genau das ist es, was wir machen. Und es hat für extrem viel Furore gesorgt, es hat für extrem viel Einkommen gesorgt, es hat für extrem viel Erfolg gesorgt. Und das sind mal so einige der Punkte, einige der Inhaltsstoffe, die ich dir weitergeben würde, zu diesem großen Traum, Network Marketing, Duplikation wirklich zu erreichen. Und die letzte Sache ist folgende. Großdenken. Und Großdenken ist so ein Thema. Weil in dem Moment, wo du wirklich groß denkst, also nehmen wir mal ein Beispiel, nimm dir mal dein Ziel vielleicht für dieses Jahr. Was möchtest du, nehmen wir einfach mal deine Provision. Sagen wir einfach mal, wie viel Provision möchtest du gerne verdienen bis Ende des Jahres so. Und jetzt schreibst du eine Zahl auf. Schreib mal eine Zahl auf. Wie viel Geld möchtest du verdienen bis Ende des Jahres? So. Und jetzt mach die Zahl mal 3. Mach die Zahl mal 3. Ja? Und wenn du ganz hart bist, mach mal eine 0 dran. So. Was ist das Erste, was passiert, wenn du dir die neue Zahl anschaust? In meinem Fall eine Stimme, die sagt, ah, das ist eh unmöglich. Ja? Irgendwie sowas wie, ja komm, das ist jetzt unrealistisch oder ja, träum weiter oder irgendwie sowas, ja. Immediately, sofort, wenn du größer denkst, kommt so diese Glaubenssätze. Geht nicht, funktioniert nicht, kannst du nicht, wer denkst du, wer du bist, oder wie auch immer, ja. So, Großdenken heißt jetzt, die Zahl stehen zu lassen. Sagen, danke für deine Meinung, an die Seite. Zahl stehen lassen. Einfach weiter drauf schauen. Und sich dann mal die Frage stellen, nur mal neugierig sein. Nur mal aus Neugier. Wie würde das denn aussehen, das zu erreichen? Wie müsste meine Organisation aussehen? Was bräuchte ich für eine Art von Menschen? Wie müsste ich selber drauf sein? Wie wäre meine Arbeitsperformance vielleicht sogar? Also größer denken bedeutet, einfach die Zahl stehen zu lassen und dann eben nicht sofort wegzutun nach dem Motto, das geht ja nicht, sondern sich das einfach mal zu visualisieren. Wie würde das denn aussehen? Wie müsste es denn aufgestellt sein, dass man das so schafft? Und was mir dabei immer wieder gezeigt wurde, ist, dass ich meine Art zu denken verändern muss. Und zwar an der Quelle. Nicht das, was ich mache, ist necessarily das Problem erstmal, sondern erstmal, wie ich denke. Dass ich Limits erstmal in meinem Kopf eliminieren muss und dann mit einem ganz anderen Gameplan, mit einer ganz anderen Power, mit einer ganz anderen Art, zum Beispiel, du bekommst, was du tolerierst. Auch ein geiler Satz. Du bekommst, was du tolerierst.
Hast du also zum Beispiel das Problem, dass du die ganze Zeit Diskussionen hast mit Menschen, die sagen, ich habe kein Geld, als Beispiel, ja? Oder die sagen, Network Marketing geht nicht. Oder die sagen, ich kenne keinen. Vielleicht tolerierst du auch einfach diese Menschen viel zu lange in deinem Leben. Vielleicht, wenn du dein Ziel viel größer setzen würdest, würdest du sofort merken, okay, mit dieser Person kann ich mein Ziel nicht erreichen. Du würdest sofort sagen, hey, pass auf, kein Problem. Ich merke, das ist vielleicht noch nicht der richtige Zeitpunkt für dich. Melde dich gerne jederzeit, wenn es der richtige Zeitpunkt für dich ist. Wenn du dein Leben wirklich verändern möchtest, bis dahin, ich bin gerne da, war toll, dich kennenzulernen, Dankeschön. Weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Einfach mal Nein sagen zu einem Interessenten, wenn du merkst, es ist nicht die richtige Person für deine Vision. Schau, Erfolg ist ja nicht nur, jemanden einzuschreiben. Erfolg ist ja nicht nur, einfach ein Produkt zu verkaufen, sondern Erfolg ist, Menschen zu finden, die an das Gleiche glauben wie du. Und dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg und ich möchte, dass du große Träume träumst und dass du sie nicht nur träumst in Form von einem Traum, sondern dass du sie auf Papier bringst, dass du sie visualisierst. Ich meine damit nicht dieses Visualisieren so yogamäßig, ja, sondern ich meine to map out, mir fällt das deutsche Wort nicht ein, also genau mal aufschreiben, wie würde das aussehen, wen bräuchte ich etc. pp. Und dann daraus einen Gameplan zu generieren und dann einfach Vollgas. Du weißt vielleicht nicht den ganzen Weg dorthin, aber du weißt zumindest die nächsten 5 Schritte. Du weißt die nächsten 10 Schritte. Und das Tolle ist, wenn du anfängst, einige Dinge zu verändern und machst das konstant, dann fallen andere Sachen in Linie. Und dann kommen plötzlich neue Ressourcen, die hättest du vorher nicht bekommen, auch nicht gesehen, wegen der selektiven Wahrnehmung. Weil du immer nur das siehst, auf das du dich fokussierst. Alle anderen Sachen verschwinden einfach. So, und deswegen fokussiere dich auf ein großes Ziel. Fokussiere dich auf das, wo es sich lohnt, für zu kämpfen. Mach das Business einfach für dein Team, klar nachzuvollziehen. Was sind die Steps? Bleib als Leader energetisch hoch und führe diese Organisation. Werd gut in den Basics und hab keine Angst vor der Arbeit und der Zeit, das zu investieren. Und wenn du all das umsetzt und bist im richtigen Umfeld, mit der richtigen Community, am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, dann kannst du alles erreichen in diesem Business. Und wir sind hier, der ganze Online-Kongress an der Stelle, danke an das Rekrutier-Team für die Gelegenheit, dir dabei zu helfen. Es sind viele andere tolle Sprecher noch hier am Start. Und wie gesagt, ich wünsche dir nur das Beste, viel Erfolg und alles Liebe aus Dubai. Bis dahin, mach's gut, ciao, ciao.